Er gehört zu einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands. Um genauer zu sein, besetzt er sogar den Platz 12 der meistabonniertesten Kanäle in Deutschland. Wer kann es also sein? Es handelt sich um gar keinen anderen als den jungen YouTuber Dena. Hier kommen 10 Fakten über Dena. Let's begin. Mit richtigem Namen heißt Dena Felix von der Laden. Den Namen Dena hat er sich bereits vor Jahren zugelegt, als er auf einer LAN-Party war. Dort nannte er sich zuerst Döner Dirk, weil er so gerne Döner isst. Bei Battlefield wurde der Name allerdings anders dargestellt und Dena war geboren. 2013 studierte er ein Semester lang Medienwirtschaft an der Rheinischen FH Köln. Das brach er jedoch wegen seiner sehr erfolgreichen YouTube-Karriere ab. Dena ist kein kleiner Mensch, er erfasst eine Größe von ca. 1,90 Meter. Als riesig würde ich dies aber nicht bezeichnen. Seinen ersten Twitter-Beef hat Dena bereits hinter sich. Als er im Februar 2014 über Bushidos Diss gegen YTT twitterte, meldete der sich direkt zurück. Zum Glück ging dieser Webstreit glimpflich aus. Der YouTuber hat mehrere Geschwister. Die bekanntesten darunter sind seine Schwester namens Jill und sein Bruder Bennett. Beide sind außerdem auch YouTuber. Die größte Angst des YouTubers sind Spinnen. Okay, das kann ich auch verstehen, sind ja auch nicht wirklich die schönsten Viecher. Dena bezeichnet seine Zuschauer als Yonges. Er selbst nennt sich King Yonge Dena. Der Kanal hat seit dem 10. Juni 2011 mehr als 2500 Videos produziert und damit bereits über 460 Millionen Aufrufe generiert und über 2 Millionen Abonnenten erreicht. Am 18.07.2015 zog Felix aus dem YouTube-Haus aus und zieht mit seiner Freundin Kati in eine neue Wohnung. Felix betreibt zudem noch den Zweitkanal Denas Welt. Auf diesem ist er jedoch seit dem 28.02.2015 nicht mehr aktiv, da er seine Vlogs, die vorher auf diesem Kanal kamen, jetzt auf seinem Gaming-Kanal bzw. seinem Hauptkanal hochlädt. Und das war's mit 10 Fakten zu Dena. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Würde mich richtig mega freuen und teilt das Video, wäre auch richtig nice von euch. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal. Bye!